Hallo, hier ist wieder X-Teen Squad mit Megumin X4. Wir sind weiterhin im finalen Level und, naja, hätten es in der letzten Folge fast geschafft, die 8 Gegner auszuschalten, aber dann habe ich leider im entscheidenden Moment wieder nicht reagiert und gegen Split Mushroom verloren. Und nun probieren wir es erneut. Einfach wird es nicht. Gerade er hier ist ein großes Problem, ein ganz großes. Vor allem, wenn er gleich wieder mit sowas anfängt. Ja, toll. Bei der Attacke kann ich halt herzlich wenig machen. Magma Dragoon ist wirklich der schlimmste von den 8. Ich habe mit jedem so meine Probleme, aber Magma Dragoon... Ich kann einfach nicht vorhersehen, was er machen wird. Nur in ganz speziellen Fällen weiß ich ungefähr, was er machen wird, aber ansonsten... Schon wieder die Attacke. Das ist das Dämlichste, was er machen kann. Nein. Nein, Spiel. Nein. Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon, das Spiel lässt mich dann einfach verrecken. Aber okay, wir stehen wenigstens mit vollen Lebenspunkten da. Ist ja auch schon mal was. Leider insgesamt mit derselben Situation wie vorher. Da, was soll ich denn bei der Attacke machen, wenn ich nicht richtig... Ich dachte, ich kann ihn da treffen. Meine Fresse. Na. Frostwalrus, komm.
Jetzt wirklich der ein. Ich darf's nicht sagen. Ich darf's nicht sagen. Nein, nein, nein. Ich bin ja froh, dass ich ohne Sprintsprung ausweichen kann, wenn er so dahergeschlittert kommt. Gott sei Dank, Dankeschön. Und da kracht das Spiel wieder. Kann ich leider nichts machen. So. Komm schon, Spit Mushroom. Ich hoffe, es nervt euch nicht allzu sehr, dass ich die Namen der Gegner sage, wenn ich sie auswähle, aber irgendwie brauche ich das gerade. Ja, ist wieder so eine Situation, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. So, gut. Ja, zwischendurch sollte ich einfach öfter die Wände hochgehen. Ich muss das einfach mal bei Split Mushroom in die Taktik hineinbekommen, dass ich die Wände auch hochgehen kann. Dass ich da eigentlich, wenn man es genau nimmt, ziemlich gute Chancen habe auszuweichen. So. Web Spider. Mist. Verdammt. So, Phase 2. Nö, du machst gar nichts. Gut. Gut, gut, gut. So. Slash Beast.
erledigt. Ja, Slash Beast läuft aber mittlerweile auch ganz gut, würde ich meinen. Mit dieser Taktik, ihn zu den Wänden hinzulocken, geht's eigentlich ganz gut. Na gut, vorher hat er ständig mal ständig diese Attacke gemacht, bei der er gegen die Wände rennt. Mit der er mich leider relativ gut von den Wänden herunterhauen kann, wenn ich zu spät reagiere. Der Attacke muss ich halt definitiv am Boden ausweichen. Das ist quasi der Evil Strike, nur ohne auf den Boden zu hauen. Nee, das war wieder knapp. Komm schon! Nein! Das hat mich Cyber Peacock erledigt. Ach, komm schon. Ja, nur weil der jetzt die ganze Zeit die Attacke machen musste. Das kotzt mich an. Ausweichen. Ausweichen. Kann doch nicht dein verdammter Ernst sein. Schluss. Meine Fresse. Was macht denn jetzt Cyber Peacock solche Faxen? Weißt du, da habe ich schon die vier Hauptnervensägen erledigt. Und dann meinen Cyber Peacock mir noch Ärger machen zu müssen. Das gibt's doch nicht. So, Jet Stingray in der Gülle. Es bleibt für mich Gülle. Ich meine, in der heutigen Zeit könnte man auch mehr Wasser dazu sagen, ich weiß. Aber vorher haben wir ihn ja auch in sauberer Flüssigkeit besiegt. Oder sauberer Flüssigkeit. So, erledigt mit deinen Rochen. Und damit haben wir die großartigen 8 geschlagen. Sehr schön. Damit haben wir es geschafft. Wir sind beim großen Finale. Ohne alles.
Das ist amüsant. Wow. Dafür möchte ich mir eine scheuern. Es ist wirklich X. Du bist Sigma. Hihihi. Mein Plan, die Ripley Force und die Maverick Hunter an der Kehle des jeweils der jeweils anderen zu halten, hat perfekt funktioniert. Double hat eine gute Arbeit als Spion geleistet. Wie kannst du... Ripley Force sind die Narren, sind diesmal die Narren. Nun ist alles, was verbleibt, die Erde zu zerstören. Mit der Waffe, die sie geschaffen haben. Nein, das werde ich niemals zulassen. Ich werde das nicht tun lassen. Versuch es ruhig, X. Dein Leben hängt davon ab. So, zweiter Levelabschnitt. So, und leider, ja, einmal kurz werde ich es euch zeigen, aber leider ist es so, dass ich nun eine Waffe benutzen muss. Ich werde euch, wie gesagt, kurz demonstrieren, dass es ohne Waffe nicht möglich ist, die erste Phase zu erledigen. Einfach nur, um es demonstriert zu haben, bevor am Ende jemand meint, das war gelogen und ich will... Und dass ich mir da einfach nur was erleichtern hätte wollen. Seht ihr? Das nützt nichts. Die Waffe, die wir benutzen müssen, ist Rising Fire. Und die... Tja. Hält Sigma von so ziemlich allem ab, was er machen will. Was diese erste Phase lächerlich macht. Denn, ja. Wie gesagt, er macht da nichts mehr. Diese Attacke zwar alle zwei Attacken, aber... alle zwei Treffer. Ach ja, ich habe bisher noch gar nichts zu den Schwächen im Allgemeinen gesagt. Tja. Weiß nicht. Je nachdem, wie die Runde verläuft, kann ich ja dann noch alles weitere erklären. Hihihi. Du bist ziemlich gut, X. Aber nicht mehr lange. Du wirst nicht dazu in der Lage sein, dieser Attacke auszuweichen. Ja, das wollen wir mal sehen. Hier kann man ihn aus irgendeinem Grund durchs Gesicht springen. Aber gut, ansonsten wäre es auch sehr schwierig, diese Laserattacke auszuweichen, von daher. Nein, wirklich Angst habe ich eigentlich nur vor der dritten Phase. Gegen diese Phase wäre im Übrigen die Waffe von Web Spider effektiv. Damit trifft man ihn eigentlich ganz gut und macht sehr guten Schaden. Ach Gott, wieder diese extreme Kratzgeräusche, das nervt. Naja, jedenfalls, wir sind bei der letzten Phase. Und ich freue mich über das Heilpaket, denn mehr als unsere maximale Lebenspunkteanzahl haben wir ja sowieso nicht. Ja, wobei mit X, muss ich da trotzdem irgendwann hingehen. Von daher. Fühle die unglaubliche Kraft. Ertrinke in der ewigen... In der leeren Weite des Weltraums. Das hast du mir vorhin schon an den Kopf geworfen und nö. Wow, habe ich mich gut treffen lassen. Naja, das wird jetzt nochmal
Ja, bei diesem Kampf wird's jetzt wieder glücksabhängig. Wie vorher auch. Ich muss jetzt dann endlich mal eine ordentliche Taktik für die... Ich muss dann endlich mal eine ordentliche Taktik für die Elektrophase finden. Es kann nicht sein, dass ich dieser Attacke nicht ausweichen kann. Tja, die Schädel, Köpfe könnte man theoretisch zerstören, aber... Es bringt nichts. Lediglich, wenn man den Schädel, der angreift, attackiert, dann, ja... Dann hat man den minimalen Vorteil. Dann hat man den minimalen Vorteil, dass die Attacke früher endet, aber ganz ehrlich, das bringt einem herzlich wenig. Nein! Ah. Er springt einfach nicht. Naja. Ein bisschen Übung habe ich in dem Kampf mittlerweile, aber... Leider noch nicht genug. Ah! Ja, komm. Ihr wollt nicht sehen, wie verkrampft ich meinen Controller halte, wenn diese Phase mit dem Wind kommt. Ja. Ja. Ja, ja. Dachte ich mir, dass es daran scheitern würde. Aber ich wäre sogar gut durchgekommen, Menno. Aber hey, wir sind schon relativ weit gekommen dafür, dass es der erste Versuch war, von daher. Wird schon irgendwann. In dem Sinne würde ich sagen, 7 Sieg bei Next Mater bei Megaminx 4. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.